Glück ist, wenn man spürt, dass man anderen nützlich ist. Hallo, ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com und heute reden wir über die 13. Lektion aus dem Buch Hektors Reise oder die Suche nach dem Glück. Ich kann diese Idee bestätigen, ja, ich denke, sie ist wahr. Ich denke, wenn wir anderen Leuten helfen, wenn wir uns nützlich machen, dann werden wir glücklicher. Und ich bin glücklich, weil ich diese Videos machen kann und ich weiß, dass sie vielen Leuten helfen. Das macht mich sehr glücklich. Und ich versuche auch oft joingermanclub.com zu erwähnen, weil ich weiß, dass die Deutschlernakademie noch hilfreicher ist als dieses Video, als diese Videos. Und es macht mir Spaß, Leuten zu helfen. Ja? Es freut mich jedes Mal, wenn jemand mir einen Kommentar hinterlässt und sagt, wie nützlich er oder sie meine Videos findet. Ja, und deswegen hoffe ich auch, dass diese Videos für dich nützlich sind. Ich möchte dich auch dazu inspirieren, selber anderen Menschen zu helfen. Wenn du deprimiert bist, wenn du traurig bist, wenn du depressiv bist, dann versuch einen Weg zu finden, wie du anderen Leuten helfen kannst. Ja, oft, wenn wir deprimiert sind, dann konzentrieren wir uns nur auf uns selbst. Aber sobald wir anfangen, uns auf andere Leute zu konzentrieren und versuchen, anderen Leuten zu helfen, ja, sobald wir anderen Leuten helfen, werden wir selber glücklich. Okay? Und deswegen möchte ich dich dazu inspirieren, heute einem anderen Menschen zu helfen. Okay? Helfe in den nächsten 3 Tagen mindestens 2 Personen. Okay? Das ist nicht zu schwer. Okay? Helfe in den nächsten 3 Tagen 2 Personen. Ja? Wenn du gut bist, 3 Personen. Ja? Eine Person für jeden Tag. Okay? Helfe anderen Menschen und mache es zur Gewohnheit. Ja, ich produziere diese Videos, sodass du jeden Tag ein Video schauen kannst. Sogar 2, wenn du auch meine Instagram-Videos schaust. Okay? Ich habe es zur Gewohnheit gemacht. Ich habe es auch zur Gewohnheit gemacht, die Authentic German Learning Akademie zu verbessern. Ja, joingermanclub.com. Okay? Also, helfe anderen Menschen und du wirst glücklich. Okay? Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen, wie immer. Tschüss!